Hallo Freunde, willkommen zurück in Obertal. Mit dem letzten Video, mit dem Autodrive-Netz, dem automatischen, dem vorgegebenen, bin ich etwas durcheinander gekommen. Es war, weiß nicht, war es ein Fehler, keine Ahnung. Ich habe natürlich einiges vorgearbeitet mit dem Autodrive-Netz, was alles überschrieben wurde. Also viel mehr Arbeit für mich. Ob das jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ob ich das nochmal machen würde, wenn, dann von Anfang an. Egal. Ich hatte vorher mir die Getreidemühle und die Tunnelfabrik gekauft. Hatte schon einen Aufleger Mehl zur Tunnelfabrik geschickt. Man kann es hier als Schüttgut abholen, das ist schön. Man kann es hier mal zeigen. So. Da gibt es Mehl. Backbrot macht er auch. Okay. Weizengrieß und Sojamehl. Rester, das können wir jetzt verkaufen. Und mit dem Durcheinander mit dem Autodrive-Netz habe ich den letzten Auflegermehl verkauft. Ganz in Gedanken. Fehlte mir dann bei der Nudelfabrik. So, hier werde ich jetzt Weizengrieß mitnehmen. Brauche ich auch bei der Nudelfabrik. Hier ist natürlich einiges an Produktion, das ist natürlich jetzt alles drin. Es ist sehr detailliert. Es ist nicht schlecht. Wirklich nicht. Ich kann nichts dagegen sagen. Und die Mehrarbeit, die ich hatte durch meine Kurse auf dem Hof, die fehlen mir alle. Die muss ich alle neu machen. Und dann schicken wir es mal los. Und hier können wir es anschauen mal eben. Hier meine Getreidemühle. Elektrische Ladung geht automatisch. Hier ist der Hafer. Das ist alles Mühle, das ist klar. Ich habe Weizen drin. Dinkel, Roggen. Man kann ja alles Mögliche machen, Gott sei Dank. Leerpaletten, wenn man natürlich Paletten machen will. Pappe für die Kartons. Sojabohnen. Mohn kann man alles machen. Mohn braucht man natürlich für die Bäckerei dann wahrscheinlich. Doch, müsste es sein. Also ich habe hier noch, Mehl kommt, Weizengrieß ist noch weit da. Trester ist in Anführungsstrichen Abfallprodukt. Sojamehl, das kann man alles auch noch verkaufen. Das ist ja gut. Dann kommen wir zur Nudelfabrik. Da habe ich meinen Strom. Ich habe schon ein paar Eier hingebracht. Da müssen wir jetzt gucken. Ich weiß nicht, wo ich Salz herbekomme. Ich zukaufe wahrscheinlich. Der muss ich sehen, braucht wer das oder kann ich da auch kann ich die los abholen? Weiß ich. Muss ich schauen. Aber wie gesagt, wir können zukaufen. Wir müssen nicht alles produzieren. Werden wir sehen. Mal schauen, ob mein Mehl schon da ist. Nein, ist noch nicht. Der kommt jetzt an. Diese Nudelfabrik kenne ich. Ist das nicht eine Nudelfabrik? Haben Sie nicht auch schon als Bekleidung gehabt oder sowas? Gut, ich habe dir nicht gesagt, dass er aus dem Schafladen. Gut, macht er da Paletten? Schauen. Ich denke, dass wir hier Paletten brauchen. Ja, wir werden die nicht als Schüttgut bekommen. Na gut, dann müssen wir jetzt zukommen. Schicken, da habe ich glaube ich meinen Parkplatz wieder zusortiert.
Ist mir alles unübersichtlich. Ich hätte das gerne noch getrennt, wenigstens in meine Produktion, die sie einzeln haben. Das ist alles sehr. Es ist viel und ich kriege es nicht andere untergeordnet, unterordnet reingepackt. Muss ich schauen. Schicken wir dich mal parken. Das heißt, ich muss hier zukaufen. Weizengrieß kommt, Mehl haben wir drin. Eier haben wir drin. Salz. Speisesalz. Ich muss eben schauen, ob ich das kaufen kann irgendwo. Da ist Speisesalz. Ich kann es verkaufen. Ich kann es nicht kaufen, ich kann es auch verkaufen. Also kann ich Speisesalz muss man machen. Wo auch immer. Wo macht man Salz? Saline. Wo ist denn Saline? Saline. Da wäre Wasser. Salzgewinnung. Wo ist das laut? Da gibt es eine Salzgewinnung. So, da kann ich abladen. Ich muss mir nichts hinbringen, scheinbar. Ich kann nur holen. Dann kann ich nichts bringen. Sorry für 110. Ich kaufe die jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich kriege das wieder. Das heißt, Salzgewinnung habe ich jetzt gekauft. Was machst du gerade? Produktion muss so rein. Ich brauche nur Strom. Und das ist an. Jetzt muss ich nur warten, oder wie? Also Strom müsste automatisch springen. Und dann warten. Also warten mit der Nudelfabrik auch auf Speisesalz. Ist auch schon mal was. Leerpaletten. Ich kaufe Leerpaletten jetzt mal dazu. Papa auch. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht einfach mal alles produzieren, geht nicht. Ich brauche noch Salz. Dann hätte ich ja das, oder wie? Weizengrieß kommt noch und fehlt nur noch Salz. Also dann müssen wir warten. Jetzt muss ich eben schauen, wo mein. Die parken. Aneinander sollte auch nicht sein. Mein Weizengrieß kommt jetzt hier an. Den können wir irgendwann nehmen, weil ich ja nicht abladen gesagt habe.
den schicken wir hoch zum Salz holen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die Nudeln müssen so teuer sein, dass ich das Geld wieder reinholen. Betriebskosten laufen natürlich auch automatisch weiter. Jetzt mal eben schauen, was meine Tiere machen. Naja, Eier sind noch nicht so viele, aber die brauche ich dann wieder. Die haben noch Stroh. Ziegenmilch, viel ist das nicht, was da rauskommt. Ich habe sie nur genommen, weil ich sie so süß finde. Gibt es hier schon mal Arbeit? Hier gibt es Ernte. Ernte ist immer gut. Dinkel. Dinkel und nochmal Dinkel. Alles Verkauf Süd. Von Feld 1 alles Verkauf Süd. Das heißt, ich kann den annehmen. Und schicke da meinen Dreck. Ich kann es eigentlich selber machen, genau. Ich habe ja die Geräte dafür. Also warum lieber zwei Zufahrten, dann weiß ich nicht. Feld 1. Nein, muss ja. Mein Schneidwerk noch anhängen. Zu viel gelenkt. Also wer meine Videos guckt, weiß, ich bevorzuge Missionen, wo ich den Rest selber verarbeiten kann, malen kann. In dem Fall Dinkel passt in meine Mühle, das ist gut. Kriege ich ein bisschen mehr. Alles Verkauf Süd, oder? Schauen wir mal. Ja. Wer den halben oder ganzen LKW für mich behalten kann, dann wäre das super. Wo ist denn die 1? Wo haben wir sie denn? Ein unförmiges Feld und... Na gut. Bist du ganz schön Fahrerei da hoch? Was ist denn noch reif? Dauert das doch. Oh, das war einiges reif hier. Oh, meine auch. Ich muss meine auch machen. Gut, ich mache jetzt. Ich hätte erst die machen sollen. Jetzt habe ich entschieden, ich mache jetzt erstmal oben
Die 1. Damit konnte ich meine Macher nicht wieder vergessen. Eben schauen, wo mein Weizengrieß ist. Du hast abgeladen. Wo fährst du hin? Zur Sardine. Habe ich schon wieder vergessen, dass zur Sardine fährt. Grieß haben wir abgeladen. Ich habe gedacht, ich könnte schon Nudeln verarbeiten heute, aber wenn das Salz natürlich fehlt. Ohne Salz schmecken keine Nudeln. Oh, Wolleprompt macht er schon. Salzlos. Verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, wir brauchen Salz dafür. Muss ich das kapieren? Nein. Ach so, er kriegt keine 130%. Weil er Salz fehlt. Sonst wird er mehr rauskriegen. Okay. Wieder was gelernt. Also nehmen wir das Salz noch, um richtig Geschmack an den Nudeln zu bekommen. Aber dafür müssen wir einiges an Ware beschaffen. So, hier komme ich im Wasser entlang, also Richtung Saline. Mit toll, schön gemacht, muss sagen. Gefällt mir. Die Spiegelung da drin. Geräusche gibt es auch. Ich weiß nicht, wie ihr es hören könnt. Nebenbei ist das Wasser. Zurück. Es gibt noch keinen Salz. Also lassen wir hier stehen. Es muss aber nichts. Wir brauchen Strom, klar. Da warten wir drauf. Gibt es keinen Strom mehr? Doch, Strom ist noch da. Der wird hoffentlich verteilt. Auch. Man macht ja automatisch, funktioniert ja. Da ist auch Strom drin. So, nur dass da auch Strom hinkommt. Automatisch dann macht der Salz, da können wir Salz holen. Also. Du hast dich hier verfahren, glaube ich. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Kann man lange oben auf dich warten, dass du zum Dreschen kommst, wenn du hier unten verfährst. So. Jetzt will er nicht. Warum willst du nicht? Also müssen wir selber fahren. Jetzt hat er einen Grund, jetzt hat er eine Linie gefunden.
mein Hund auf Straße läuft auf der Straße rum. So weit weg vom Hof. Er steht schon bereit. Also diese Ruhe ist ja schon genial. Zwar direkt neben der Eisenbahn, aber ansonsten ist das hier echt schöne Karte, da wirklich gemacht. Schön mit den neuen Bergen drumherum. Beim Schauen, auf was wir eigentlich gelagert haben, wo wir es verkaufen können, wo ich gerade keinen Hänger frei habe. Mit Ziegenmilch kann ich hier auch sehen, automatisch, das ist auch nicht schlecht. Der Mist können wir von den Ziegen kommen. Stroh haben wir. Gras haben wir einiges. Ich habe das letzte Feld, das Grasfeld ja nochmal abgemäht. Zuckerrüben, Kartoffeln. Weiß ich noch nicht, so viel ist es nicht. Weizen habe ich auch nicht viel. Also wir müssen das Feld abdreschen, das ist klar. Wie sieht es denn hier aus? Muss mein Drescher wieder suchen. Ich weiß nicht, ob ich diesen kleinen Traktor verkaufe, denn viel bringt er mir nicht. Andersrum brauche ich drei Traktoren. Können wir den kleinen auch mitlaufen lassen? Ich weiß es noch nicht. Ich arbeite gerne mit zwei schweren Traktoren. Der Truck ist auch nicht schlecht. So klein für den Hof. Im Moment dient er hauptsächlich dafür, so Kleinkram, so die Honiggläser zu verkaufen, die ich nicht brauche. Oder Eier transportieren. Also dafür können wir nehmen, dafür können wir die kleine Plattform nehmen. Ja. Das sind Sachen, die ich auch irgendwo. Ja gut, das Autodrive hat das ein bisschen. Die Kurve ein bisschen größer gerechnet. Kann natürlich der KI-Verkehr nicht mitmachen. Na gut, also ich werde jetzt die Mission ausführen. Diese wild gedroschen wird, wisst ihr ja. Und wir sehen es wieder. Wahrscheinlich mit den ersten Minuten. Schauen wir mal. Haut auf den Glocke, wenn es gefallen hat. Bleibt gesund, ihr Gebot.